Die Obama-Ära hat eine wachsende Zahl evangelischer Christen entfremdet und verärgert. Ich habe mir diesen Kampf nicht ausgewählt. Dieser Kampf kam zu uns. Und weißt du, was ich dazu sage? Los geht's! Ich habe fast 6 Monate lang die radikalste christliche Hassgruppe des Landes verfolgt. Diesem Pastor ist die Einreise nach Europa verboten. Keine Homos werden jemals in dieser Gemeinde erlaubt sein, solange ich der Pastor hier bin. Niemals! Hier bin ich in Person, Pastor Anderson. So seid ihr Homos oder einfach Freunde von Homos. Dies ist die Welt der christlichen Hasspredigten. Niemand wird jemals zum Schweigen bringen. Die einzige Weg, das zu tun, ist, mich zu töten. Und selbst wenn sie mich töten, werde ich nur noch beliebter sein. Seit 2015 wurde Paris von einer Welle von Terroranschlägen heimgesucht. 90 Menschen wurden bei einem Eagles Death Metals Konzert ermordet. Auf der ganzen Welt herrschte große Trauer. Doch eine markante Stimme meldete sich mit einer gegenteiligen Botschaft zu Wort. Weißt du, es hat schon etwas, auf ein Death Metal Konzert zu gehen? Jemand könnte getötet werden! Du betest den Tod an und dann sterben plötzlich Menschen. Oh, Moment mal, was ist denn hier los? Naja, du liebst den Tod so sehr. Du hast das Ticket gekauft. Du liebst es, Satan zu verehren. Wow, lass uns einige von Satans Religion kommen und euch erschießen. Ich meine, das sollten diese Leute bedenken, bevor sie zu einem bösen Konzert gehen. Die Predigt von Pastor Anderson mit dem Titel The Sinful Nation of France wurde weithin verurteilt. Aber sie wurde dennoch fast 250.000 Mal auf YouTube aufgerufen. Er ist zu einem der berüchtigsten Hassprediger Amerikas geworden und wurde mit einem Einreiseverbot für andere Länder, einschließlich England, belegt. Ich bin in die USA gereist, um herauszufinden, warum sich seine extreme Form des Christentums ausbreitet und welche Auswirkungen dies hat. Je mehr unser Land verkommt, je mehr es moralisch den Bach runtergeht, desto eher sind die Leute bereit, auf jemanden wie mich zu hören. Vor 5 oder 10 Jahren vieles von dem, was ich predige, hielten die Leute für zu radikal. Aber jetzt erkennen sie, oh wow, er hat recht. Ich denke, das Besondere in unserer Gemeinde ist, dass die Predigten völlig ungefiltert und unzensiert sind. Wir predigen einfach die Bibel und das ist es, wonach die Leute suchen. Rund 300 Menschen besuchen seine Gemeinde in Arizona. Das ist 3-mal so groß wie eine durchschnittliche amerikanische Gemeinde. Lass mich dir etwas fragen. Ist unsere Regierung für Homosexualität oder gegen Homosexualität? Daran gibt es keinen Zweifel. Ich meine, im Monat Juni feiert unsere Regierung einen ganzen Monat lang einen Monat der Sodomie. Juni ist der LGBT-Monat. Für mich steht LGBT für Let God Burn Them. Okay, aber für sie bedeutet es lesbisch, schwul, bisexuell, transgender. Vielleicht sagst du, naja, es ist LGBTQ. Dann könnte man sagen, Let God Burn Them Quickly. Oder Let God Burn Them Queers. Es gibt einen Unterschied zwischen diesen Menschen und dem Rest der Bevölkerung. Ich konnte nicht glauben, was ich gerade gehört habe. Viele Amerikaner, einschließlich der Mehrheit der Christen, sind ebenfalls entsetzt über die extremen Ansichten von Pastor Anderson. Aber das in der Verfassung verankerte Recht auf freie Meinungsäußerung bedeutet, dass er homophobe Predigten halten kann, ohne Angst vor einer Verhaftung zu haben. Für normale Menschen sind Homosexualität und Pädophilie ekelhaft. Für einen normalen Menschen. Warum stellen Sie Homosexualität und Pädophilie in dieselbe Gruppe? Sie gehören zur selben Gruppe, denn ein Mann, der mit einem anderen Mann Sex hat, hat mit allem Sex. Punkt. Lass mich so ausdrücken. Jeder Mann, der Sex mit einem anderen Mann haben würde, würde auch Sex mit einem Tier haben. Das ist eindeutig nicht wahr. Das ist wahr. Das ist die Realität. Auch wenn du nicht glaubst, dass es die Realität ist, weil du es im Fernsehen anders dargestellt hast, oder weil du Menschen in deinem persönlichen Leben kennst, die dir vorgaukeln, wie ihr Lebensstil ist,
Was sollten Homosexuelle Ihrer Meinung nach tun? Sich selbst umbringen, nach meiner Meinung. Denn sie sind schreckliche, böse Menschen. Sie werden einfach weiter Menschen belästigen und zerstören. Also, ich habe keinen Rat für Homosexuelle. Auch sich selbst eine Kugel in den Kopf zu jagen, damit sie nicht meine oder andere Kinder belästigen. Untersuchungen zeigen, dass Amerika im Allgemeinen toleranter gegenüber Homosexualität wird. Steven argumentiert, dass seine extreme Homophobie eine Reaktion auf diesen Trend ist. Dieselbe Studie ergab, dass ein ganzes Drittel der Bevölkerung immer noch der Meinung ist, dass ihre Gesellschaft Homosexualität nicht akzeptieren sollte. LGBT-Personen sind immer noch häufiger Opfer von Hassverbrechen als jede andere Minderheitengruppe. Weißt du was? Ist das nicht erstaunlich, dass alle Homos die Christen hassen? Aber sie sind keine Hassgruppe, oder? Viele der wachsenden Zahl evangelische Christen in den USA missbilligen Pastor Andersons Predigten. Aber er behauptet, Tausende in Amerika und auf der ganzen Welt beeinflusst zu haben. Seine Videos haben fast 30 Millionen Aufrufe auf YouTube. In den letzten 30 Tagen haben die Menschen in Großbritannien 232 Tage und 21 Stunden lang meinen Kanal gesehen. Die Menschen in den USA haben in den letzten 30 Tagen über 8 Jahre lang den Kanal gesehen. Ich habe also eine Menge neuer Inhalte auf Französisch hochgeladen. Darunter auch die Predigt Die Sinful Nation of France auf Französisch. Hat Sie jemals jemand gefragt, warum Sie nur Frankreich kritisiert haben? Ich habe viele andere Länder kritisiert. Verdient Amerika das auch, wenn es um Dinge geht, die in Amerika passieren, zum Beispiel Terroranschläge? Ganz genau, ja. Selbst wenn wir Gott ins Gesicht spucken, selbst wenn wir 3000 ungeborene Babys pro Tag morden, selbst wenn wir Homosexualität, Ehebruch und Promiskuität in der ganzen Welt fördern und dann annehmen, dass nichts Schlimmes passieren wird? Es ergibt keinen Sinn, es stimmt nicht mit dem überein, was die Bibel lehrt. Und die Bibel sagt, dass, die Gottlose müssen in die Hölle hinabfahren, alle Heidenvölker, die Gott vergessen. Und das ist die USA. Steven sagt, seine extremen Ansichten seien durch seine Erziehung in einer unabhängigen Baptistenkirche geprägt worden. Seine Gemeinde wurde von Bürgerrechtsaktivisten als Hassgruppe bezeichnet. Sein Bundesstaat Arizona ist einer der konservativsten in Amerika. Wer Hass predigt, kann Hass erzeugen und zurückkehren. You sick homophobic son of a bitch. Talking about God striking down, he should strike down on your church and burn it to a crisp. Für Pastor Steven Anderson gehören missbräuchliche Botschaften zum Alltag. You call yourself a preacher? Calling homosexuals pedophiles? Pedophiles probably you, you sick freak. Wie viele Sprachnachrichten erhalten Sie? Oder Hassmails? Nun, das kommt darauf an, denn es gibt Tage, an denen ich hunderte von Nachrichten erhalte und an anderen Tagen vielleicht nur eine Handvoll. Es gibt einen ständigen Strom von Hassmails und Hasssprachnachrichten. Immer wenn etwas in den Medien oder im Fernsehen ist, sind es ein paar hundert an einem Tag. Also, ich kann dir die Sprachnachrichten vorspielen von einem Tag. Du Heuchler, wie kannst du dich Oh ja, testen? Das war ein Klassiker. Ich komme, um dich zu töten. Wir werden mit unseren AR-15 kommen und dich töten und alle Menschen töten, die daran glauben, die LGBT zu töten. Was würden Sie antworten? Ja, genieß AIDS, oder? Ich kann nicht mehr zählen, wie viele Leute mir gedroht haben, mich zu treten, zu verprügeln und zu vergewaltigen und meine Kinder gewaltsam zu vergewaltigen. Wir haben eine E-Mail bekommen, in der sie sehr detailliert beschreiben haben, wie sie jedes Kind gewaltsam vergewaltigen werden. Sie nannten den Namen des Kindes und sagten dann genau, was sie mit dem Kind machen werden. Das ist wirklich eklig und abscheulich. Wenn die meisten Menschen Nachrichten wie diese hören,
in denen sie bedroht werden, in denen ihre Kinder bedroht werden, sollte man da nicht zweimal darüber nachdenken, was man sagt? Aber ich mache das schon seit 11 Jahren und niemand ist jemals gekommen. Könnten Sie mit sich selbst leben, wenn etwas passiert? Ich würde mich nicht dafür verantwortlich machen, was ein anderer gewalttätiger Sexualstraftäter tun würde. Ich predige und tue, was richtig ist. Wenn ein Sexualstraftäter mir oder meiner Familie etwas antun würde, wäre das nicht meine Schuld. Ich bin bereit, alles zu verlieren. Alles aufzugeben. Ich werde niemals aufhören. Es ist mir egal, was es kostet. Ich werde nie aufhören, die Bibel zu predigen. Als ich Zeit mit Steven verbrachte, wurde deutlich, dass nicht alle seine Überzeugungen auf der Bibel beruhen. Er gehört zu einer kleinen Minderheit von Amerikanern, die glauben, dass die Gräueltaten der Nazis an den Juden während des Zweiten Weltkriegs übertrieben wurden. Er hat auch kontroverse Ansichten darüber, wer hinter den 9/11-Terroranschlägen steckt. Warum sollte die amerikanische Regierung Tausende von Menschen töten? Ich meine, es ist so dumm, dass Sie diese Frage überhaupt stellen müssen, denn der ganze Sinn von 9/11 ist die Rechtfertigung für den Polizeistaat, für die Verdreifachung der Größe des FBI und der Ausgaben für die NSA ist die Rechtfertigung für die Invasion 2 Länder. Denken Sie daran, was die Regierung zu verlieren hätte, wenn herauskäme, dass 9/11 von der Regierung verübt wurde. Das würde Amerika zu Fall bringen. Und außerdem wäre es eine große Lüge. Es müssten viele Leute daran beteiligt gewesen sein. Wie könnte es da ein Geheimnis bleiben? Es ist kein Geheimnis, jeder weiß davon. Wenn Sie nach New York fahren und eine Umfrage darüber machen, wie viele Menschen der offiziellen Version von 9/11 glauben, werden Sie feststellen, dass es große Teile der Bevölkerung gibt, die sagen, dass sie es nicht glauben. Die große Mehrheit der amerikanischen Christen fühlt sich mit der extremen Botschaft der Gruppen, mit denen ich Zeit verbracht habe, nicht wohl. Aber Pastor Anderson arbeitet mit Gleichgesinnten im ganzen Land zusammen und baut die Verbindungen zu ihnen aus. Verity Baptisten Gemeinde Sacramento, California. Ich folgte Pastor Stephen Anderson zu einer sogenannten Red Hot Preaching Konferenz. 10 Minuten, dann Freiheit. Freiheit von was? Freiheit von dir, Hannah, und deiner Kamera. Ich mach nur Spaß. Na, wie geht's dir? Er ging durch die Hintertür hinein. Vor der Tür begannen die Demonstranten gegen die Konferenz zu erscheinen. Viele kamen aus der LGBT-Gemeinschaft. Drinnen drängen sich die Leute um die Hauptattraktion, Steven Anderson. Und er wurde wie ein Prominenter behandelt. Okay, lange nicht gesehen. Bist du verheiratet? Die Veranstaltung zog Journalisten an. Ich mache Livestreaming für Facebook. Steven bereitete sich darauf vor, auf sie zu feuern. Und weißt du, was ich sehe hier, Leute von den Medien? Es sei denn, sie fangen an, die Wahrheit zu sagen, was wahrscheinlich nicht sehr wahrscheinlich ist. Aber diese Idioten in den Medien hier drüben werden alle zeigen, dass die Liebe siegt und Love conquers. Aber hey, sie zeigen nicht, wie gottesfürchtige Familien, Männer und Frauen in diese Gemeinde kommen und Frauen als Schlampe und Hure beschimpft werden. Und sie wissen nicht, wer diese Frauen sind, weil sie nur schimpfen und hassen und ihren ganzen Dreck ausspucken und eklig sind. Aber das zeigt ihr doch nicht im Fernsehen, oder? Nein, ihr zeigt all diese Dreck, hübschen kleinen Sodomiter, und wie sie sich alle gegenseitig lieben. Und übrigens, ich habe mir nicht ausgesucht, dass wir uns in der Endzeit vor der Wiederkunft Christi super hart gegen einen Haufen perversen Homos predigen werden. Und das wird das große Thema in Amerika sein, über das jeder jeden Tag in Amerika spricht. Ich habe mir diesen Kampf nicht ausgewählt. Dieser Kampf kam zu uns. Und weißt du, was ich dazu sage? Los geht's! Welchen Kampf auch immer der Teufel mir bescheren will, werde ich ihnen annehmen.
Nachdem ich einige Zeit mit Pastor Anderson verbracht hatte, wurde mir klar, wie sehr er von den negativen Reaktionen der übrigen Gesellschaft profitiert. Er fühlt sich in seinen Ansichten bedroht. Je mehr er sich gehasst oder verfolgt fühlt, desto stärker werden seine Überzeugungen und desto größer scheint sein Netzwerk zu werden. Pastor Anderson wird in diesem Jahr 3 neue Gemeinden eröffnen. Und je mehr er sich gehasst oder verfolgt fühlt, desto stärker werden seine Überzeugungen und desto größer scheint sein Netzwerk zu werden. Gefällt Ihnen die Macht eines Pastors? Mir gefällt auf jeden Fall die Macht, eine große Anzahl von Menschen zu beeinflussen. Auf jeden Fall. Ich mag es, wenn ich sprechen kann und Tausende von Menschen mich innerhalb von 24 Stunden hören. Ja, das gefällt mir. Denn ich möchte etwas Großes mit meinem Leben machen.